Das Stück handelt um eine Familie, Vater, Mutter, zwei Söhne. Und die Mutter ist seit, ich schätze jetzt 30 Jahre, morphinesüchtig, drogensüchtig. Und zeigt, wie die Familie mit dieser Sucht ja, Streit führt. Beschreibt eigentlich seine eigenen Eltern in dem Stück und auch sich selbst als Sohn in dem Stück. Das ist auch sehr besonders in dem Stück, weil es teilweise auch in ein Theatermilieu spielt. Sein Vater war Schauspieler. Er zeigt, wie, sag mal, seine eigene private Familiensituation was war und beschreibt sehr genau bis ins Detail mit Regieanweisungen beobachtet er seine Familie. Warum ich das Stück faszinierend finde, weil das Stück erstens zeigt, wie tief Drogensucht oder Drogenabhängigkeit verwurzelt ist, aber weil ich auch der Meinung bin, dass das sehr tief verwurzelt ist in unsere eigene Kultur, in unsere eigene Familiengeschichten. Da, sag mal, die Alkoholsucht die einzige Form von Entspannung war und bis heute ist natürlich ein Thema wie Drogen und Suchtverhalten sehr stark präsent in unserer Gesellschaft. Ja, wir eigentlich in einer Kultur leben, die sich nicht ohne Hilfsmittel entspannen kann. Und das Stück zeigt, wie der Mensch und vor allem der westliche und der kapitalistische Mensch eigentlich nicht gelernt hat, oder kein Raum hat, sich unter all dem Stress, der uns zwingt im Leben und die Ängste und die Traumata, die Teil sind unserem Leben, da irgendwie gesund damit umzugehen. Das, was das Stück zeigt, das klingt alles sehr dunkel und sehr traurig, aber ich finde, dass das Stück auch wahnsinnig viel Humor hat, weil es natürlich um das geht, was wir alle kennen, um eine Familie. Und ja, nichts ist so widersprüchlich wie die Familie. Was liebt man mehr und was hasst man mehr als seine eigene Familie? Darin steckt schon sehr viel Humor, finde ich. Ja, das Bühnenbild ist natürlich entstanden, weil immer wenn ich irgendwas mache in einem bestimmten Raum und sicherlich in diesem Raum, das Depot, geht man aus von der Eigenheit des Raumes. Das heißt, es ist ein sehr breiter Raum. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich glaube, es ist wenigstens 25 Meter, wenn nicht 30 Meter breit. Dadurch entsteht eine Art von Panorama. Und es ist anhand dieses Panorama, dass wir jede Figur, weil das spielt eigentlich in ein Haus, ein Zimmer gegeben haben. Und es ist ein Breitbild, könnte man sagen, Panorama, also wie man das von den früheren Schwarz-Weiß-Filmen, amerikanische Schwarz-Weiß-Filme kennt. Ja, was erzählt das? Das ist ein Haus, wo denn alle gefangen sind natürlich, weil wir sind alle mehr oder weniger geboren und gefangen in eine bestimmte Familiensituation, Konstellation. Ich fand immer interessant, wenn ich das Stück gelesen habe, es gibt sehr oft Zweier-, Dreier-Szenen, es gibt aber fünf Figuren und die bleiben immer in diesem Haus. Und die Frage, was tun die, wenn sie nicht in der Szene sind, ist ein großes Geheimnis in dem Stück. Trinken sie, nehmen sie Drogen, obwohl sie immer so tun, als ob sie völlig nüchtern sind und gar kein Problem haben. Und in dem Sinne sind wir auf die Idee gekommen, fünf Zimmer zu bauen, dass man eigentlich immer alle verfolgen kann, auch wenn sie nicht in der Szene sind. Und dadurch eine Art von geschlossener Gesellschaft entsteht, ein ja, Gefängnis. Eugene O'Neill hat, wie ich vorher gesagt habe, sehr genau, sehr detailliert seine Eltern und seinen Bruder und sich selbst auch beobachtet in dem Stück und beschreibt das in sehr ausführlichen Regieanweisungen. Und ich fand es erstmal schade, die zu streichen, weil die faszinierend sind. In dem Sinne, dass er manchmal so
Nahaufnahme beschreibt von zum Beispiel die Hände seiner Mutter, eigentlich eine fast filmische Beobachtung dieser Familie, weil sie ganz präzise Details beschreibt in der Handlung, Blicke, das Wegschauen von Figuren, die Ergänzung von dem, was ich sehe, entsteht in meiner Fantasie als Zuschauer. Und das gibt dem Ganzen auch eine Dimension für mich eines Drogenrausches. Aber das Schönste am Theater ist, dass man die Zeit kriegt, alle Figuren, alle, zu verstehen und zu lieben und zu hassen. Weil dadurch entsteht für mich eine Nähe mit anderen Menschen, die man sich eigentlich immer wünscht, aber wovor man am meisten Angst hat. Und das macht Theater eigentlich spannend und menschlich und auch schwierig, weil es sind echte Menschen, die man sieht auf der Bühne, es ist nicht ein eindimensionaler Leinwand. Und wenn man die Menschen wiedererkennt, dann entsteht natürlich ein intensiver emotionaler Austausch mit seiner eigenen Vergangenheit. Aber was toll ist an so einem Stück, und darin ist O'Neill für mich ein Meister, ist, dass das einem auch bereinigt. Weil man wird natürlich konfrontiert mit Schmerzen, die man kennt und wiedererkennt. Aber durch die Tatsache, dass man sie in der Kunst und über eine Kunstform, diesem Fall Theater, akzeptiert als Teil des Lebens und nicht als etwas, was man unbedingt verdrängen müsste und von wegschauen müsste und vielleicht Drogen nehmen müsste, damit man es nicht spürt, diesen ganzen Schmerz. Aber durch die Tatsache, dass man sich damit auseinandersetzt, akzeptiert man es auch und bereinigt man sich auch von diesem Schmerz. Und in dem Sinn ist das etwas sehr, diese Form von Theater, was sehr ritual ist, finde ich. Und es lädt das sehr nah am Urform des Theaters an. Weil sie Familie sind und weil Drogen im Spiel sind und Alkohol im Spiel sind, wird nicht zugehört. Das heißt, man braucht eigentlich einen anderen Umgang mit Text als sonst im Theater, wo man meistens auf Stichwort wartet. Man muss viel mehr, sag mal, suchen nach die Momente, wo der Sprechimpuls in dem Text ist. Und das ist nicht immer auf Stichwort. Also in dem Sinne haben wir sehr intensiv mit den Texten, so wie sie geschrieben sind, eigentlich improvisiert. Nicht nur, was ist die spezifische Energie einer Familie, wie redet eine Familie miteinander, weil das ist immer sehr, Familie ist auch, sag mal, ein Vulkan von Emotionen, von verdrängten Emotionen, von nicht ausgesprochenen Emotionen. Eigentlich haben wir, sag mal, die Inszenierung erst gemacht jetzt, wo wir im Bühnenbild sind und vorher uns hauptsächlich beschäftigt mit, wie kann man die organische Energie und die organische Emotionalität, die drin steckt, wie kann man die finden? Um das jetzt konkreter zu deuten, das ist sehr schwierig, weil dafür müsstet ihr die Vorstellung sehen.